Unser Eindruck ist, die Bevölkerung hat tendenziell Regulierung abgewählt und das passt natürlich auch zu unserer Strategie, die bedeutet, lieber auf Anreize setzen für die großen Aufgaben, die vor uns stehen, als denn auf Regulierung. Die Bundeskanzlerin hat die Mietpreisbremse abgeräumt. Im FDP-Programm steht sie als Abzuschaffende drin. Bei den Grünen ist es noch ein bisschen anders. Ich erwarte dort, sollte es zu einer Koalition kommen, dass die Mietpreisbremse tatsächlich auch vom Tisch ist. Ich denke, wir werden weiterhin die Klimaziele gemeinschaftlich erreichen wollen und müssen. Das wird auch ein Anliegen der Grünen sein, ist auch ein Anliegen unserer Branche. Die Frage ist, was geht schnell in dem Zusammenhang? Da auch eigentlich alle Fraktionen gesagt haben, wir werden etwa die Abschreibung energetischer Sanierung schnell auf die Tagesordnung setzen. Und weil es davon ja auch schon Gesetzentwürfe gegeben hat, glaube ich, das kann schnell funktionieren. Und es gibt auch die sogenannte Innovationspartnerschaft für den Klimaschutz. Darin werden auch unsere Vorschläge behandelt. Auch das ist eilig anzugehen.